Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Beta-Wochenende Nummer 2 ist fast im Kasten. Gestern habt ihr es vielleicht mitbekommen. Die Beta wird um einen Tag verlängert. Das heißt, sie endet nicht Sonntagabend, irgendwie 20 Uhr, was geplant war, sondern am 20. Oktober erst gegen 19 Uhr. Der Grund dahinter ist, dass die ganze Zombie-Community wieder so ein Easter Egg Hunt gemacht hat. Die waren da erfolgreich, so wie sie das immer sind, weil das absolute Freaks sind im positiven Sinne. Die kennen irgendwie alles und haben da auch richtig Bock drauf. Deshalb, jeder von uns kann die Beta einen Tag länger spielen. Und als allererstes Fazit, ihr habt ja am Thumbnail gesehen, das Hauptthema heute wird definitiv sein A, Aim Assist und B, Controller-Probleme, die wir haben. Aber das Fazit bisher, nach dem zweiten Beta-Wochenende, die Verbindung ist gefühlt besser als im ersten Wochenende, für mich persönlich zumindest. Und der vielleicht wichtigste Punkt für alle, Skill-Based Matchmaking, war ja im ersten Beta-Wochenende ein krasses Thema. Ich habe an diesem Wochenende das Gefühl, dass daran gearbeitet wurde. Ich habe immer noch sehr, sehr viele Runden, wo ich 30 zu 30 gehe, und wenn ich aufs Scoreboard gucke, hat der letzte 18 zu 20 und der erste 22 zu 18 und alle dazwischen stehen irgendwie bei einer genau 1er KD. Skill-Based Matchmaking ist definitiv relativ streng immer noch da, aber ich finde es nicht annähernd so schlimm wie am ersten Wochenende, und das ist schon mal ein kleiner positiver Fakt, den man definitiv nennen sollte. Ob das Ganze nun im fertigen Game genauso abgeschwächt ist oder ob das jetzt ist, einfach um die Kritik ein bisschen runterzusenken, das weiß ich nicht, aber es gibt eben auch immer noch Runden, wo ich denke, alter Schwede, so macht das keinen Spaß. Und dann gibt es wieder Runden, wo ich gegen absolute Bots spiele, Leute, um die ich wirklich herumlaufen kann und die das nicht mitbekommen. Das ist auch nicht Sinn der Sache und darauf habe ich auch keinen Bock. Ich möchte gerne ordentliche Gegner haben, aber es ist meine Erfahrung aus dem zweiten Wochenende. Skill-Based Matchmaking scheint kein so großes Thema zu sein wie am ersten. Was allerdings immer noch ein Riesenthema für mich ist, und ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, was genau los ist, und habe auch gedacht, dass ich vielleicht der Einzige wäre, und dann habe ich gedacht, okay, es liegt an mir, und jetzt habe ich festgestellt mittlerweile, viele von euch schreiben das, ich bin nicht der Einzige, ich behandle das Thema mal. Und zwar Aim Assist in Black Ops Cold War. Irgendetwas, und ich werde es so gut wie möglich erklären, aber irgendetwas passt mit dem Aim Assist hier in Cold War nicht. Wenn ich manchmal auf einem Gegner bin, der hinter einer Wand verschwindet, geht der Aim Assist hinter der Wand ihm immer noch hinterher. Was total weird ist, weil ich dann keine Chance habe, auf den nächsten zu snappen, der eben nicht hinter Cover ist. Dazu kommt das Problem, dass ich mit dem Aim Assist teilweise, wenn ich auch nur ein kleines Stück zu weit zur Seite rutscht. Das heißt, ich aim auf den Gegner und will ein Stück nach rechts oder links rutschen, weil er sich bewegt, weil ich mich bewege. Man justiert ja ein bisschen. Dann habe ich das starke Gefühl, als wenn der Aim Assist gegen meine einzelnen Bewegungen ankämpft. Das heißt, ich habe mittlerweile festgestellt, wenn ich auf jemanden aime, muss ich es eigentlich fast so lassen. Nur noch minimal vielleicht ein kleines Stück nach rechts oder links und dann den Aim Assist selbst machen lassen. Der Aim Assist ist extrem stark in diesem Gegner, und es gibt eine Bubble bei diesem Aim Assist. Das ist die Art, wie Treyarch und wie die Entwicklerstudios da justieren können, wie stark er ist, zu welcher Seite er geht und, und. Und ich habe hier das Gefühl, dass man so konfiguriert hat, dass der Aim Assist eher hinter der Person ist, als ein Stück weit vor der Person. Und man will immer, dass der Aim Assist in den Einstellungen vor der Person ist. Der Grund dahinter ist, wenn er bei euch läuft und der Aim Assist jedes Mal hinter dem Gegner sozusagen bleibt, habt ihr keine Chance, rüber auf den Gegner zu snappen, wenn er sich bewegt. Und in dem Moment, wo ihr es dann versucht, dann müsst ihr ein bisschen doller drücken und euer Aim knallt komplett an ihm vorbei. Das habe ich jetzt ein paar Mal in den Runden gehabt und es nervt ehrlich gesagt, weil es nicht richtig ist. Es ist so nicht gewollt, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, daran muss definitiv noch gearbeitet werden.
Ebenfalls ist es ganz, ganz komisch, wenn ein Gegner vor mir zum Beispiel springt auf mich zu, habe ich keine Chance mit dem Aim Assist den Gegner wirklich zu snappen. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht warum. Das liegt, glaube ich, auch an dieser Bubble, die sie dafür genommen haben, dass man da nicht so richtig ransnappen kann. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr komisch an. Der Aim Assist in Black Ops Cold War ist meiner Meinung nach zum einen zu stark und zum anderen ist die Einstellung, wo er wirklich dann sozusagen justiert und wo er auf der gegnerischen Hitpoint, auf den Hitpoints raufgeht, da funktioniert das noch nicht so richtig. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Ähnliches festgestellt habt, ob ihr vielleicht ein ähnliches Problem habt. Das ist eins der größten Probleme, die ich bisher in Black Ops Cold War hatte, was letzten Endes dafür sorgt, dass man natürlich auch ein bisschen weniger Spaß hat, weil man gerne aus den letzten Jahren natürlich gelernt hat, wie aime ich, wie sollte ich draufgehen. Und das funktioniert in dem Fall hier nicht so richtig. Ein zweites Problem, was ich festgestellt habe, und das haben viele von euch auch schon festgestellt, teilweise ist es so, dass euer Controller sich einfach nicht mehr verbindet. Das heißt, ihr startet ein Spiel und plötzlich verliert ihr die Synchronisation zwischen Controller und PlayStation. Das liegt nicht an eurem Controller, der ist also nicht kaputt. Das liegt tatsächlich an dem Game und an den Einstellungen davon. Ich weiß nicht, welche Einstellungen das sind und ich weiß nicht, was im Hintergrund daran gemacht wird aktuell, aber ich habe das sehr häufig gehabt. Ich bin in eine Runde gestartet, habe 2, 3 Kills gemacht und plötzlich habe ich gemerkt, dass die Synchronisation von meinem Controller überhaupt nicht mehr funktioniert. Das heißt, der Controller reagiert nicht mehr oder er reagiert komplett zeitversetzt, er funktioniert erst viel später. Und ich habe es mit anderen Games getestet und ich habe ein bisschen bei Twitter und so durchgelesen und es ist tatsächlich so, es liegt einzig und allein an Black Ops Cold War. Ich glaube, das wird sich relativ einfach fixen lassen, ist aber etwas, was natürlich nervt, weil man das Problem hat, dass man in dem Fall die PlayStation teilweise neu starten muss. Das Game neu starten an sich hat manchmal nicht mehr funktioniert, weil der Controller überhaupt keine Verbindung mehr gefunden hat. Das, Leute, habe ich gesehen, ist relativ häufig passiert bei einigen, deswegen hoffe ich, dass sie daran schnell arbeiten. Ein weiteres Problem, was ich festgestellt habe, das ist vor allen Dingen bei Snipern gewesen. Ich habe die Beta genutzt, anders als in den letzten Jahren, wo ich im Prinzip jede Runde auf eine Nuklear geschwitzt habe. Ich habe die Beta genutzt, um verschiedene Waffen auszuprobieren, um zu gucken, wie stark sind die ARs, die, um das vorwegzunehmen, die ARs in Black Ops Cold War brauchen definitiv noch ein bisschen Liebe. Die SMGs hier, die Milano, die MP5, deutlich stärker als jede AR, die wir haben. Egal ob die AK-74, egal ob die AK an und für sich oder, die sind alle nicht stark genug. Aber ich habe eben auch ein bisschen Sniper gespielt und ihr wisst, ich bin ein gruselig schlechter Sniper. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Sniper in ganz Deutschland. Gäbe es nochmal so eine Folge wie DSDSU oder wie es hieß von Marcel Scorpion für Sniper, ich wäre auf Platz 1 mit weitem Abstand. Also, ihr habt es verstanden, ich snipe absolut schlecht. Ich kann weder Quickscopen noch Hardscopen, ich kann eigentlich gar nichts damit. Hier in Black Ops Cold War habe ich aber ein paar Runden mit den Snipern gespielt, ohne große Aufsätze, einfach nur just for fun, und habe festgestellt, dass durch den winzigen Aim Assist, der bei Snipern drauf ist, es für mich deutlich einfacher ist und ich richtig gut darin bin, zu Quickscopen als zu Hardscopen. Ich habe SMG-Player, ich habe AR-Player aus kürzester Distanz absolut zerbombt mit den Snipern in der Hand. Es gibt keinen Flinch, wenn ihr mit der Sniper angeschossen werdet. Das macht es natürlich noch einfacher. Meiner Meinung nach zu einfach. Die One-Hit-Detection, das heißt, wo ihr mit einem Schuss, also Sniper mit einem Schuss jemanden tötet, ist absolut easy, um ehrlich zu sein. Also die Reichweite ist gefühlt 400 Meter. Und der Aim-Assist bei den Snipern, wenn ihr damit im Quickscope seid, ist meiner Meinung nach deutlich zu stark. Generell habe ich erstmal nichts dagegen, dass es Aim Assist bei Snipern gibt. Ich glaube, Black Ops 3 zum Beispiel hatte kein Aim Assist, da war ich auch absolut schlecht damit. Ich glaube, WW2 hatte extrem starken Aim Assist. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, Quickscopen und den Gegner im Ziel lassen ist viel einfacher als Hardscopen. Jedes Mal, wenn ich versucht habe zu Hardscopen, habe ich den Gegner aus dem Visier verloren, weil ich das Gefühl hatte, dass der Aim Assist ganz komische Sachen macht. Ich habe irgendwie die Hit Detection nicht wirklich gefühlt und das Ganze war dem Scheitern im Prinzip verdammt. Also Sniper, Aim Assist, was das angeht, sollte man definitiv auch nochmal dran arbeiten, denn ich finde, die Sniper sind immer noch vom ersten Beta-Wochen oder vom Alpha-Wochenende, was wir hatten, definitiv zu stark. Und daran muss definitiv gearbeitet
erarbeitet werden. Das ist für den Full Release nachher absolut wichtig. Sniper, auch die Sniper-Community sollen viele Sniper-Gewehre haben, die sollen richtig Fun haben können, die sollen auch stark sein, aber aktuell sind sie leider deutlich zu stark. Das sind so die Hauptthemen, die ich bei dem Thema Controller bisher festgestellt habe. Dieser Aim Assist macht mich wirklich wahnsinnig. Die verschiedenen Einstellungen, die wir dafür haben, da fehlt auch noch ein bisschen was in Modern Warfare, etwas, was sie sehr gut gemacht haben. Gab es ja die Möglichkeit zu entscheiden, wie die lineare oder sonstige Kurve sein soll beim Aim Assist. Also ob man sofort auf den Game, auf den Gegner voll drauf zielt, ob man langsamer drauf zielen soll oder. Hier gibt es das bisher nicht und ich hoffe, das wird noch mit reingebracht. Ansonsten Leute, generell, ich fand das zweite Beta-Wochenende bisher deutlich besser als das erste, aber damit das ein gutes Spiel wird, fehlt auf jeden Fall noch einiges und alles dazu wird noch die nächsten Tage kommen. Lasst in jedem Fall ein Like da, Leute, lasst gerne ein Abo da, ich bin raus, haut rein.